Willkommen zum heutigen Video. Heute geht es darum, in vier einfachen Schritten erfolgreiche Golf zu spielen. Nummer 1. Wenn du übst, dann übe immer dazu zu lernen, damit dein Spiel besser wird. Also wenn du trainieren gehst, geht es darum, am Schluss eines Trainings besser zu sein, als du angefangen hast. Nimm die Übungen, die du von deinem Pro bekommen hast, und versuche bei jedem Training diese zu verbessern, damit du am Ende des Trainings sagen kannst, voilà, heute war ich wieder üben und ich habe dazugelernt und kann besser nach Hause gehen. Was immer das Training ist, am Schluss sagst du, jawohl, ich bin einen Schritt weiter gekommen. Jetzt manchmal ist ein Schritt weiterkommen, vielleicht einen zurückgehen, aber vielleicht auch zwei Schritte nach vorne zu kommen. Wichtig ist, du setzt dich mit den Sachen auseinander, die für dein Spiel gerade wichtig sind. Nummer 2. Wenn du spielen gehst, dann solltest du dich vorher aufwärmen und dafür vorbereiten. Also nicht die Sachen, die du beim Üben verfeinerst, hier integrieren, sondern hier wärmst du deinen Körper auf, damit er bereit ist, um spielen zu gehen. Und was immer der Schwung am heutigen Tag dir gibt oder dein Körper dir heute gibt, das nimmst du mit und gehst spielen. Auch die Wetterbedingungen und der Golfplatz, geht darum, das alles in Einklang zu bringen, damit du mit diesen Informationen am heutigen Spieltag bestmöglich spielen kannst. Also, bereite dich also vor, spielen gehen zu können. In dieser Phase geht es ja darum, dass du optimal vorbereitet bist für das Turnier, das Spiel, was auch immer auf dich zukommt. Und in der dritten Phase geht es dann darum, wenn du spielen gehst, gehst du dahin, um für dich zu gewinnen. Das heißt, du versuchst jetzt, hier die besten Golfschläge zu machen, während der Runde, sowohl in der Vorbereitung wie im Hinstellen und im Umsetzen, dass du die besten Schwünge von Mal zu Mal ausführen kannst. Und dann kannst du am Schluss sagen, heute habe ich gewonnen, weil ich mein Bestes gegeben habe. Also, erstens, übe um zu lernen. Zweitens, bereite dich auf die Runde vor. Und Nummer 3 ist, wenn du spielen gehst, spiele um zu gewinnen. Und Nummer 4 ist, nimm regelmäßig Stunden. Weil alleine weiterkommen ist schwierig. Ein geschultes Auge wird sehen, wie du dich bewegst und was gerade läuft. Ist das Timing okay? Ist der Rhythmus okay? Sind die Bewegungen okay? Putten, Chippen, Pitchen, Bunker, mittleres, langes Spiel. Ist das in Ordnung? Ist die taktische Seite in Ordnung? So viel einfacher, wenn du einen Pro hast, der dir hilft, dein Spiel auseinanderzunehmen. Daher empfehle ich dir nicht nur Unterricht zu nehmen, weil du ja nicht von Mal zu Mal unterrichtet werden möchtest, sondern möchtest eigentlich begleitet werden, im besten Fall in deinem Spiel. Nimm Coaching-Stunden, unterwirf dich einem Coaching oder begebe dich zu einem Coaching, wo der Pro dein Spiel kennt, weiß, wie man es entwickelt, damit du schnellstmöglichst und bestmöglichst das Golf spielen kannst, was mit deinem Potenzial zur Verfügung steht. Ich hoffe, mit diesen 4 Tipps konnte ich dir helfen. Leite dieses Video gerne an einen Freund weiter, damit der aufschließen kann zu dir. Weil wenn wir alle besser Golf spielen, haben wir draußen mehr Freude am Spiel. Und bedanke mich für dein Abonnement. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.